Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag von Harald und mir. Mein Name ist Frank Hofmann, das ist Harald König und wir hatten uns heute vorgenommen, einen kleinen Vortrag zusammenzuhalten. Der geht um 7 Brücken, Fahrtenbuch auslesen über die Kommandozeile. Hintergrund der ganzen Geschichte ist folgendes. Ich habe eine Reihe von LPI-Trainings, die ich durchführe und da brauche ich für meine Teilnehmer immer ein Beispiel, damit die quasi damit umgehen können, wie sie mit den Kommandozeilentools arbeiten können. Und deswegen habe ich in dem Training ein kleines Textfile drin. Dieses Textfile hat an der Stelle ein paar lustige Einträge, mehrere Spalten. Und die Aufgabe ist dann immer, dass die Teilnehmer die einzelnen Kommandos anwenden können und schauen können, wie sie sozusagen ihre Lösung zusammenbauen können. Die Idee dahinter, mehrere Spalten, sage ich mal Anzahl Kilometer, also Anzahl der Strecken, dann von wo aus wurde losgefahren, wohin ist das Ganze, wo ist man sozusagen unterwegs gewesen und wie viele Kilometer sind gefahren worden oder wie groß war die Distanz. Und die Aufgabe, die die Teilnehmer haben, ist an der Stelle herauszufinden, was die Gesamtdistanz ist. Und das hat an der Stelle mehrere Beweggründe. Einerseits, die Teilnehmer sollen herausfinden, wie sie mit den erlernten Kommandos umgehen können. Zweitens, ich will wissen, wie viele Kilometer ich wirklich unterwegs war. Und ich will das nicht jedes Mal per Hand ausrechnen, weil manchmal dauert das irgendwie ein kleines bisschen. Und außerdem ist das eine gute Fingerübung für die Teilnehmer, weil die lernen nämlich dann an der Stelle solche Dinge kennen, wie zum Beispiel, wie mache ich das mit Shell-Tools, also wie mache ich das mit den ganz normalen Kommandozeilen-Tools, meinetwegen mit einem TR oder mit einem AWK. Und dann gibt es solche Sachen, wie kann ich das in Python schreiben, wie kann ich eine Perl-Lösung dafür machen, wie kann ich an der Stelle ein SED verwenden und wie kann ich an der Stelle noch sowas machen wie Pipes einbauen, wie kann ich das sozusagen elegant lösen. Und wir hatten an der Stelle vor, das sozusagen Stück für Stück zu zeigen. Wir hatten also mehrere Lösungen vorbereitet, zum Beispiel vorbereitet, was haben wir mit Shell, was haben wir mit AWK, was haben wir mit Perl, was haben wir mit Python. Wir machen das Ganze mit BC, wir machen es ohne BC. Und wir machen das natürlich dann auch ganz ohne Arithmetik. Und ich hatte Beispiele, Harald hat auch einen Stapel Beispiele und wir wollten euch das Stück für Stück an der Stelle näher bringen. Dass das jetzt an der Stelle mit der Auflösung nicht so ganz geklappt hat, ist ein bisschen ärgerlich, das tut uns leid, aber wir werden jetzt schauen, dass wir euch noch etwas Ordentliches zeigen. Wenn ihr an der Stelle Fragen habt, wenn euch etwas unbekannt ist, dann stellt einfach bitte eure Fragen. Das Ziel der ganzen Sache ist einfach zu zeigen, wie die Dinge funktionieren, wie die Sachen gehen. Und es geht an der Stelle nicht darum, die optimalste oder die beste Lösung zu finden, sondern primär erstmal darum, überhaupt eine Lösung zu haben. Und ihr werdet sicherlich sehen, also wenn an der Stelle Harald dann nochmal experimentiert, werdet ihr sehen, es gibt nicht die optimale Lösung, es gehen auch mal Dinge schief. Und jetzt bin ich an der Stelle gespannt, was wir hier sehen. Harald, wie sieht das aus? Juhu, wir haben ein Netz. Oh, ha, prima, super. Wolfgang, so, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich wieder hier in dem File Again. Ja, wenn mein... Im Again-Mode willst du jetzt? Bitte? Was möchte ich jetzt? Du gehst als erstes mal in diese, in die Use Cases, da muss es nämlich Use Cases geben, weiter unten. Ja. Da gibt es nämlich einen Teil, der heißt Fahrtenbuch. Ja. Und da gibt es diverse Einträge. Da kannst du zum Beispiel mal auf das Distanz.sh gehen. So, wenn du jetzt noch ein Stückchen runter gehst und nochmal das Ganze ein Stückchen größer machst, so dass es auch in der letzten Reihe zu sehen ist. Ich nehme das einfach an das Terminal. Oder so, genau. Das ist nämlich an der Stelle eines der allerersten Lösungen, die in dem Zusammenhang entstanden sind, weil... Was braucht man eigentlich? Man braucht so eine komische Fahrtentabelle. Die Fahrtentabelle sieht auf den ersten Blick harmlos aus. Aber da sind ein paar kleine Fallen drin. Ja, diese kleinen Fallen, zum Beispiel folgendes. Hier gibt es an der Stelle mehrere Spalten. Es gibt die Nummern, es gibt das Vom, es gibt das Tour, die Distanz und den Grund. Aber diese einzelnen Spalten sind sozusagen mit Tabulatoren ausgerichtet, damit es erstmal optisch schön aussieht. Und
Das heißt, man kann es sozusagen nicht irgendwie anhand der Leerzeichen trennen, weil sonst fällt man zum Beispiel hier bei diesem Frankfurt-Main an der Stelle auf die Nase. Und deswegen gab es an der Stelle nämlich so eine Idee, wir können ja an der Stelle mal Stück für Stück schauen, was können wir denn an der Stelle bauen, was können wir an der Stelle, wie können wir das Problem lösen. Ausgangspunkt war an der Stelle, okay, wir geben erstmal nur das Fahrtenbuch aus, um erstmal zu sehen, kriegen wir überhaupt was zu sehen. Zweiter Teil ist, wir müssen uns überlegen, wenn wir hier verschiedene Tabs zwischen den Spalten haben, wie beheben wir denn diese verschiedenen Tabs, wie sorgen wir denn für ein sauberes Trennzeichen. Und meine Teilnehmer im Kurs lernen meistens, dass es da ein TR-Kommando gibt. Mit diesem TR-Kommando kann man sozusagen Buchstaben suchen und ersetzen. Und die lernen dann meistens die Option minus S, das heißt, das Mehrfachvorkommen von einem Zeichen wird durch ein anderes ersetzt. Trennzeichen an der Stelle wird ein Doppelpunkt. Und mit diesem Kommando hier oben wird quasi das Mehrfachvorkommen von einem Tabulator genommen und wird an der Stelle durch einen einfachen Doppelpunkt ersetzt. Der Doppelpunkt hat den Vorteil, dass der selten in irgendwelchen Ortsnamen und irgendwelchen Kilometerangaben vorkommt. Das heißt, wir haben ein sauberes Trennzeichen. Dann brauchen wir an der Stelle noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir sehen an der Stelle schon mal, wie das nach dem Suchen und dem Ersetzen aussieht. Also hier, wenn wir mehrere ersetzen und hier, wenn wir an der Stelle nur ein einzelnes ersetzen, wenn wir die Option minus S weglassen. Sind wir erstmal schon ganz gut. Aber was wir eigentlich brauchen ist, wir brauchen eigentlich bloß diese drei Zeilen. Das heißt also, diese Zeile hier oben, die müssen wir irgendwie entsorgen. Und wenn man ein bisschen mit den Kommandos rumspielt, kann man mit dem Tail rumspielen und kann sagen, okay, nimm alles ab der Zeile 2. Das heißt also, diese Zeile hier oben, diese erste, die fällt an der Stelle weg und es bleiben nur noch diese drei Zeilen übrig. Das heißt, haben wir die Dachzeile schon mal entsorgt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen das ja noch irgendwie zusammenrechnen. Zusammenrechnen geht, indem wir AWK verwenden. AWK braucht man einen Feldtrenner, da kommt uns der Doppelpunkt wieder absolut gelegen. Das heißt, wir sagen dem AWK, liebes AWK, nimm mal sozusagen einen Doppelpunkt als Feldtrenner und dann gib mal schon die erste Spalte und die vierte Spalte aus. Ja, wenn man sich das hier anschaut, das ist die erste Spalte, das ist die vierte Spalte, die müssen wir ausgeben. Das heißt, wir haben irgendwie eine Summe, 1 mal 30 plus 2 mal 280 plus 2 mal 575. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, ist alles schon mal schön und gut, jetzt müssen wir es noch zusammenrechnen. Wer aus dem Publikum hat denn so eine Idee, wie man das vielleicht am besten zusammenrechnen könnte? Der fleißig aufgepasst hat, der könnte das Kommando erahnt haben. Vorschlag aus dem Publikum? Das ist der Lautstärkeregler. Mit einem BC. Perfekt. Das können wir machen. Na, dann schmeißen wir doch einfach mal da hinten dran einfach irgendwo noch ein BC. Das SED-Kommando muss oder das muss noch weg. Da kommt aber irgendwie noch nichts an. Also so ganz so funktioniert es noch nicht so richtig. Wir müssen dem Ganzen noch ein bisschen was mitgeben. Das heißt, wir müssen sagen, okay, bau mal einen sauberen String da draus. Das heißt also, jede Zeile, die hier von dem AWK ausgegeben wird, hat ein Zeilenendezeichen. Und das können wir an der Stelle mit einem entsprechenden Aufruf korrigieren, indem wir einfach jedes Zeilenendezeichen durch ein Plus ersetzen. So, das heißt, wir sehen hier an der Stelle, es ist schön, mit Harald zusammenzuarbeiten, weil dann funktioniert das, was man ansagt, gleich interaktiv, ohne es eintippen zu müssen. Das heißt, wir haben hier hinten dran schon mal eine ganze Menge Plusse, aber wir haben hier ein Plus zu viel. Was machen wir mit dem Plus? Das können wir nicht so einfach stehen lassen. Zwei Möglichkeiten, wir optimieren das Plus weg oder wir schreiben einfach eine Null dahinter. Das heißt also, wir müssen ein kleines SED-Kommando aufrufen und müssen das letzte vorkommende Pluszeichen ersetzen. Entweder wir machen es weg, genau, oder wir ersetzen das letzte vorkommende Pluszeichen einfach durch ein Pluszeichen und eine Null.
Dann haben wir nämlich hier an der Stelle Folgendes, dann haben wir hier quasi eine komplette, nicht so schnell, dann haben wir hier eine komplette Zeile und das können wir an der Stelle an BC weitergeben und dann kann BC das nämlich irgendwie lustig zusammenrechnen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, das ist nett. Dann müssen wir jetzt schauen, wo hängt das zusammen? Ich frage gemein zu dir. Du hast gemein? Das hinter meinem Rücken. Er hat das alles schon vorbereitet und vorgekocht und das gilt ja gar nicht. Weil wenn man da jetzt nur Nullen hinten dran macht, also wer genau aufgepasst hat, habe ich mir das Backslash N geklaut. Und das BC möchte auf jeden Fall, dass so eine Zeile beendet wird. Also wenn hier so ein Echo 1, 2, 3 Zeilenende, dann rechnet es auch was und 1, 2, 3 ohne Zeilenende. Dann wird auch nichts berechnet, ja. Das ist hier passiert. Und der gibt jetzt hier, wenn man ganz genau auspasst, kein Zeilenende aus. Deswegen überschreibt das auch mein Prompt. Das ist also deswegen auch dieses magische Echo hinten dran. Und wenn ich jetzt hier noch das Backslash N mit anfüge, das da Frank schon so schön vorbereitet hatte, dann brauche ich auch das Echo nicht mehr und dann ist auch das PC, wenn man es richtig schreibt, das PC wieder glücklich. Ja, dann funktioniert das an der Stelle. Das heißt, wir kriegen an der Stelle raus, dass es 1740 Kilometer sind. Das war so diese kleine Lösung, die als erstes auftauchte. Und dann ist Harald hergekommen und hat gesagt, das kann man optimieren. Also erstens, da gibt es ganz viele andere Sprachen auch von Frank noch, aber vielleicht erstmal. Können das Taylor und Hello auch ersetzen? Die Frage, achso, für Mikro haben wir gerade eh doch. Ja, wieder ruhig. Die Frage war, ob man das Tail durch ein Head ersetzen kann. Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Das Tail möchte, also jetzt wäre genau mein Part gekommen, das kann man auch ganz anders und viel schöner machen. Das erste war, das mit dem Tail ist total neumodisches Zeug, bis vor 2 Jahren kannte ich das gar nicht. Was natürlich nichts was überhaupt nichts heißen muss, weil man wieder die Manpage lesen müssen, ja. Aber also ein traditionelles Tail kann sowas gar nicht. Minus, minus Lines und irgendwas. Was Head alles kann, weiß ich auch nicht, weil also Head tut die ersten Endzeilen haben und dafür war es mal da und Tail tut die letzten irgendwas und nicht ab der zweiten Zeile. Wenn man genau guckt, was man eigentlich haben möchte, dann geht es darum, die erste Zeile zu löschen. Und traditionell hat man das schon immer so gemacht. Dafür gibt es einen Stream-Editor und dann sagt die Zeile 1, Delete. Genau und nur das. Ja, also das ist genau, fast genau das gleiche wie Tail ab der zweiten Zeile von oben. Aber also Tail ist für den Schwanz und nicht von oben löschen. Egal. Ja? Aber Head muss man die Manpage lesen, ich habe keine Ahnung. Also das ist das Erste, was mir ins Auge gestochen ist. Hätte ich vor 2 Jahren nicht gewusst, dann hätte ich was dazu gelernt. Ja? Also Head plus 2 vielleicht? Entschuldigung? Der Befehl Head plus 2? Also ich weiß es einfach nicht. Da muss man wirklich gucken und... Ich bin der Meinung, dass es nicht geht mit dem Head plus 2. Also ich glaube auch, dass es nur Tail kann, weil Head ist dafür da, die ersten Endzeilen und Tail die letzten. Und wir wollen ja die ganzen irgendwie letzten Zeilen. Head hört irgendwann immer nach Endzeilen auf, dafür ist es ja gemacht. Und das Tail so was Komisches kann. Also wenn man die erste Zeile löschen, könnte man so machen zum Beispiel. Ja. Dann ist, wenn man das so hinschreibt, immer da rollen sich bei mir die Fußnägel mit Cut irgendwas reinpipen nach Kommandos, die eigentlich Dateien direkt lesen können. Weil das arme TR braucht eigentlich, das kann blöderweise, was immer ärgert und die Leute ärgert, kann keine Dateinamen lesen, aber man hat ja sowas, eine Ausgabeumleitung. Wenn man das macht, hat man schon wieder einen Prozess gespart, weil so Pipes und Prozesse in Linux ja so unheimlich langsam sind. Ja, das ist einfach kürzer zu tippen. TR. Sage ich gleich nachher nochmal was zu. Das ist so. Und der Rest ist eigentlich total schön erstmal. Das SED. Da löschen wir was. Und das mit dem ABK. Der Rest ist irgendwie mal gut. Man kann es in beliebig vielen Varianten reinfolgen, sonst irgendwas machen. Viel später ist mir gekommen, also ja, das mit dem Cut wird dann wieder gut, wenn es mehrere Dateien werden, weil hier mit TR kann ich genau eine einzige Datei reinhauen. Es wird sich dann im Laufe des Vortrags vielleicht noch herausstellen, es gibt noch mehr Fahrtenbücher. Der Frank war total fleißig und Fahrtenbuch, hier gibt es eins von 2015 und von 2016. Cut kann mir die beide ausgeben und zusammen das TR reinfummeln, dann wird man dann feststellen, er war in den letzten 2 Jahren zusammen. 215.000 Kilometer, jetzt nehme ich natürlich total viel Spannung weg. Das sind aber eigentlich nur 100 irgendwas. Also in 2015 irgendwie 25.000 und da waren es 9 und da hat er die 10.000, aber jetzt mit Don Byrne bist du dann über 10.000. Ja, ja, also das ist schon alles, was dieses Jahr werden wird. Und dann zusammensummiert gibt es genau das da oben und so. Also deswegen ist das mit dem Cut gar nicht so schlecht, auch wenn ich immer gern drüber läster. Für eine einzelne Anwendung Prozesse sparen, ja? Was
was ist jetzt mit der Header-Zeile aus der zweiten Datei passiert? Wurde ja dann von Tail. Ah, gut, da kommen wir. Die Frage war, was ist mit der Header? Sehr gut aufgepasst, hervorragend. Weil die Frage ist natürlich, hat die zweite Datei eine Header-Zeile? Ich habe keine Ahnung, aber da können wir mal reingucken. Wofür Head sehr schön ist, man kann auch in mehrere Dateien reingucken. Und dann sieht man natürlich Anzahl von und Anzahl irgendwas. Ein bisschen zurückstellen, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber das ist jetzt erstmal, jetzt will ich bloß mit diesen Shell-Sachen noch ein bisschen rumspielen. Schönes Tail reingekommen, aber ja, ich glaube, also das lässt sich jetzt wirklich austreten bis irgendwas. Was ich noch schön fand, nach viel, langem Überlegen war dann, das TR hat viele schöne Funktionen, das ist auch so ein neumodisches Zeug, das ich erst wenige Jahre kenne, aber das ist sau praktisch dafür. Weil das Minus, also TR macht sonst, ersetzt mir genau ein Zeichen für genau ein Zeichen, also von klein A nach groß A und so Zeug. Und das Minus S macht alle aufeinanderfolgenden, zum Beispiel jetzt Tabs oder alle aufeinanderfolgenden Spaces werden durch einen ersetzt. Wenn man jetzt irgendwas hat mit vielen Spaces und macht TR-S Spaces, dann werden alle Tabs am Schlag durch den einen Doppelpunkt ersetzt, damit es ja schön zusammenpasst. Man kann den zweiten Teil auch weglassen. Und was er dann macht, er macht aus beliebig vielen Tabs immer genau einen. Das sieht jetzt zwar nicht mehr so schön aus, aber mit den Doppelpunkten sah es ja auch nicht so richtig schön aus zunächst mal. Aber es hat als Trennzeichen funktioniert. Es hat als Trennzeichen funktioniert. Muss man zumindest ja, natürlich. Aber, also erstens, es hat als Trennzeichen genau so lange funktioniert, solange im Namen nicht noch ein Doppelpunkt drin vorkommt. Mein Doppelpunkt linke Reihenseite oder sowas. Aber das Schöne ist dabei, man braucht im AWK nicht mehr sagen, der Doppelpunkt ist ein Trennzeichen, weil Tab war schon immer ein Trennzeichen. Oh, das geht schief. Und wenn man das dann wieder macht, nehmen wir die einfache Beispieldatei. Weil da sind vorher 1790 rausgekommen und wenn nicht 1790 rauskommt, was noch öfter passieren wird, dann haben wir was falsch gemacht. Was haben wir falsch gemacht? Wenn man sich jetzt anguckt, was er so ausrechnet, dann sind es die vier Zahlen, die er zusammensummieren soll. Und da sind jetzt zwei Nullen reingekommen. Wie kommen da zwei Nullen rein? Da muss man halt, das ist jetzt wieder so Shell-Debugging, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Dann guckt man sich die beiden Dinger mal an. Die letzte Zeile, da habe ich noch eine Leerzeile mit eingefügt, einfach zum Testen, ob das gut geht. Eine Null drauf antun, tut niemand weh, aber es muss gehen. Aber hier kommt was mit Paris daher. Warum kommt da was mit Paris daher, wenn man genau guckt? Frankfurt, das AWK nimmt auch Leerzeichen, deswegen hat er ja so schön die Tabs reingemacht. Aber man kann ihm sagen, mit relativ Anbindung, nimm mal ein Tabzeichen statt Doppelpunkt. Ja. Das ist nicht so richtig prickelnd, aber es müssen nicht beliebig viele sein. Dann kommt plötzlich hier dieses 1x30, 2x irgendwas, das sieht gut aus. Das heißt, ich darf sie auch wieder multiplizieren. Das sieht immer noch gut aus. Und jetzt kann ich sie wieder drauf addieren, wie wir das gehabt haben. Aber ich brauche hier nichts Kryptisches. Hilft an der Stelle nicht arg viel für schöner werden. Und immer wieder schleicht sich das Tail herein, das ich nicht haben will. Egal. nicht 2, sondern 1D. Das ist jetzt alles total kryptisch und kompliziert und sonst was gewesen. Wenn man dann AWK, und jetzt fangen wir so die Dinge an, mit der Shell so Pipes aufbauen, das richtig machen, geht gut, wenn man das Handwerkzeug ein bisschen kennt und man biegt sich das halt so lange hin, bis es irgendwas rechnet. Ach nee, einen wollte ich noch zeigen. Kam mir gerade so beim Zugucken. Irgendwo hier. Da sah das eigentlich total schön aus und jetzt müssen wir das bloß noch zusammen addieren. Und da war dieser BC-Calculator für Leute, die mit dem Texas Instruments aufgewachsen sind. Es gibt noch einen zweiten Taschenrechner, den hoffentlich alle installiert haben, der heißt DC, der Desk-Calculator, weil ich hier am Tisch sitze. Der funktioniert umgekehrt polnisch, wie jeder schöne HP-Taschenrechner. Das heißt, da muss ich zwei Zahlen geben und danach sagen, addier mir die mal bitte. Und dann passiert gar nichts, wenn man das sagen muss, gib's mal aus mit Print. Das heißt, ich kann 1, 2, 3 plus Print sagen. Kommt auch 6 raus. Erstens ist es viel toller zu rechnen, wenn man das mal kann. Aber das Geniale ist, die Zahlen habe ich alle schon. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie noch hier hergehe und jetzt noch dreimal addieren und Print mache, also so irgendwas, und das ins richtige Programm, nämlich in diesen DC reinpipe, dann brauche ich gar nicht so mit SED und Zeilenenden und sonst was machen, weil der DC sich auch nicht, ich muss in jeder Zeile einen vollen Ausdruck, geht es. Das heißt, was man jetzt braucht, ist noch, man müsste sich was dazu basteln, das für jede Zeile noch ein Plus generiert oder mitzählt, wie viele Einträge waren das, für jede Zeile ein Plus macht und dann noch ein P hinten dran, so mit Echo und noch ein P, das darf auch ein eigenes sein, dann kann man das basteln. Also das wäre jetzt so eine einfache Übung bis nächstes Mal oder mailen Frank an mich, wie man jetzt automatisch noch N Plus generiert, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber so
PC ist nicht der einzige Taschenrechner, der sowas macht, weil wir mit dem PC nachher noch anders spielen werden. Ja, aber die Idee mit den Anregungen ist super. Also wenn jemand eine bessere Lösung hat, als wir haben, oder eine Ergänzung, immer gerne mailen, weil dann kann man das nämlich noch dazu packen. Auf den PDF-Folien am Anfang, wo er nicht sehen konnte, aber die irgendwann vielleicht mal ins Netz kommen, stehen auch beide E-Mail-Adressen drauf. Ja, irgendwann. Ganz jetzt haben wir an der Stelle, jetzt haben wir sozusagen die Shell-Geschichte gebastelt und wollten jetzt eigentlich zur AWK-Sache übergehen. Man könnte das auch, es muss nicht immer Shell sein, man kann das auch mit AWK ganz alleine machen. Ja. Und das... Also nochmal zeigen, wie sah das aus? Ups, und Cut schreibt man mit T. Überschriften irgendwas. Also in AWK kann man irgendwas auf der Kommandozeile direkt machen und gibt mal aus. So, das ist, was wir so ungefähr brauchen. Jetzt ist auf jeden Fall wichtig, vorher hat er extra das TR mit diesem tollen Minus S genommen, damit er aus vielen Tabs nur eins macht. Jetzt kann man dem AWK mal sagen, nimm wieder Tabs als Separatoren, hatte ich gerade schon mal ein bisschen. Und wenn ich das dann so übe, dann, ja, ich will im Prinzip die Spalte 1 und die Spalte 4 nachher multiplizieren und addieren und sowas. Dann gebe ich mir die vorsichtshalber erstmal aus, weil ich habe schon gesehen, wenn was schief geht, dann kommen da Nullen raus. Und ich weiß nicht, wo die Nullen herkommen. Also ganz vorsichtig mal die Spalte 1 und 4, das ist hier die Spalte 1 und da kommt nichts mehr, weil es zu viele Tabs sind. Ja? Hier sind jetzt 3 Tabs drin und dann ist das Spalte 5, 6, 7 irgendwo da hinten. Wir können es ja mal probieren. Also mindestens 6 oder 7 oder keine Ahnung. Ah, hier wäre 6 richtig gewesen. Da ist die 6. Spalte aber schon private, weil es hier weniger Tabs sind. Das ist blöd. Aber dann, wenn man dann in der Mann-Page Mann-AWK liest, dann kann man hier nicht bloß ein einzelnes Zeichen angeben, sondern man dann, das ist ein regulärer Ausdruck, das heißt, man kann ihm irgendwas anderes sagen, jetzt nicht nur ein Tab, sondern es dürfen auch mehrere sein. Da gibt es so ein magisches Plus, ein oder mehrere, Backslash T, ein oder mehrere Tabs sind ein Trennzeichen. Und dann sehe ich, die erste und dritte Spalte ist einmal Numbers und Distance und lauter Zahlen und eine Leerzeile, die eh keinen interessieren. Und wenn ich die jetzt zusammen multipliziere, und jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, was ist denn passiert mit den Überschriften? AWK, das ist das Schöne daran, das ist so eine total primitiv einfach Sprache, der macht schon meistens das, was man haben möchte. Es gibt keine Typen da drin, es ist nicht String oder Zahl, sondern es ist halt das, was ich gerade brauche. Und wenn ich multipliziere, dann werde ich wohl eine Zahl brauchen. Und dann wird alles in eine Zahl konvertiert und wenn es halt nicht so richtig Zahl ist, dann ist es eine Null. Ja, und deswegen geht es da oben schief, da beschwert sich keiner, weil ich natürlich Numbers mal Distance machen kann, das ist einfach 0 mal 0. Oder wenn es auch irgendwie anders schief geht, wenn ich dann, da waren jetzt irgendwo hinten so, keine Spalte ist auch eine Null, das heißt, das war das Einzige, wo es so richtig gematcht hat, ja, und dadurch kommt das alles. Aber wenn man jetzt hier die richtigen Spalten hat, dann macht er die richtigen Summen und jetzt kann man wieder hergehen und das alles ausgeben. Was man jetzt auch machen kann, man kann einfach, die will ich ja aufsummieren, jetzt kann ich irgendwie eine Summe. Das ist so ähnlich wie C-Code, das liest sich relativ schön. Die einfachste, also zum Testen kann man auch wirklich sogar so eine Zuweisung, tu es mal in der Summe aufaddieren und gib das immer aus. Dann sehe ich beim ersten Mal, wird eine 0 drauf addiert und 30 und hinten kommen wieder die 1740 raus, was das richtige Ergebnis ist. Und zum Debuggen war das schön und wenn ich das so mache, dann sehe ich gar nichts mehr, das ist auch blöd. Aber dann, wenn man, also, dann ist die Möglichkeit, das offizielle AWK ist dann irgendwie, man macht dann Print, gibt mir mal die Summe aus. Und wirklich nur mit einem Prozess und total einfach und schön geschrieben, weil ich mich um Überschriften nicht kümmern muss, um Datentypen, es wird halt aufaddiert, was passt. Und am Schluss kommt das richtige Ergebnis raus. Also ich muss dazu sagen, diese Lösung, die wir jetzt hier ganz am Ende haben, da hat ein Teilnehmer in meinem Kurs, der hat eine Dreiviertelstunde dran rumprobiert, dann ist er entnervt nach Hause gegangen. Dann ist er am nächsten Morgen wiedergekommen und hat gesagt, mir ist das dann auf dem Klo eingefallen, hat einen Zweizeiler AWK geschrieben und war am nächsten Morgen total glücklich. Der hat im Endeffekt genau diese Lösung dann gemacht und hat gesagt, ja, es ist halt nur ein Zweizeiler. Und ist jetzt mit Abstand eine der kürzesten, wo mir auch einfällt. Also wäre mal spannend, kriegt man das kürzer hin als mit AWK. Ja, man könnte die Variablen noch kürzer, aber... Ja, mit S, okay, also S plus gleich und die Leerzeichen raus. Die zweite Variante, also mit dem Print, da kamen ja jetzt ganz viele Ergebnisse raus und eigentlich interessiert mich das letzte. Wenn ich das mit dem End nicht weiß, dann nehme ich mir das letzte Ergebnis, habe wenigstens ein bisschen Tail, dafür war es mal gemacht. Gib mir die allerletzte Zeile aus, das ist the real use of Tail und dann tut es auch wieder. Mhm. Und also für das kürzeste Ergebnis, das Leerzeichen muss nicht sein, das Leerzeichen muss nicht sein und das muss alles auch nicht sein. Und der Dateiname dürfte natürlich auch noch kürzer werden, aber viel kürzer geht es nicht. Und noch ein Rätsel, bevor ich an die Frage komme.
Also das mit dem nur ein Tab als Trennzeichen ist klar, weil da manchmal mehrere Tabs sind, dann habe ich zu viele Spalten. Und das, dieser reguläre Ausdruck bedeutet, 0 oder weniger Tabs sind Trennzeichen. Das heißt, auch 0 Tabs wären ein Trennzeichen. Das heißt immer, jedes Zeichen müsste eine eigene Spalte sein. Verwirrenderweise für mich, alle ABK-Versionen, die ich ausprobiert habe, erlauben das. Obwohl es völlig falsch ist und ich nicht, also wenn mir jemand erklären kann, wie das geht, freue ich mich über Mails. Also kommt natürlich darauf an, was für eine reguläre, also für eine Engine für reguläre Eisdrücke das verwendet. Also die meisten per Default ignorieren leere Matches. Als hätte es nicht gematcht. Also du hast jetzt, was du ja meinst wahrscheinlich... Nein, der matcht auch nur, wirklich nur, wenn gar nichts. Also in einem normalen Substitute und sowas, wenn ich dann irgendwas machen würde, ja, kann man nachher auf jeden Fall zeigen. Dann, ja. Also, Moment. Also, ja, ne, das muss ja dann schon mit dem gleichen Tool sein. Also, wie kann man das ganz einfach testen? Da gibt es ja viele Unterschiede. Ja? G-Sub habe ich jetzt dadurch nicht probiert, bin ich sehr gespannt. Also, wir machen da, ich substituiere einen Punkt, ersetze mir den Punkt durch zwei, oh, das ist ein blöder Test, aber mal gucken. Ersetze mir einen Punkt durch ein X. Gibt mir das was? Oh, nein, das ist noch nicht so richtig, wo ich hin muss. Ich glaube, wir schweifen ab und verbraten Zeit. Ja, nicht deine Schuld. Ich glaube, ich nehme einfach Mails bis nicht. Nein, so will ich das ja nicht haben. Dann ist doppelt so viel. Jetzt hätte ich gern aber. Backslash T. Also, wenn ich einen Tab finde, dann irgendwie nichts. Und wenn ich beliebig viele Tabs finde. Ja, das ist das, was ich erwarte. Ich suche einen und null oder mehrere Tabs. Ich habe hier null oder mehrere Tabs gefunden und ersetze die null oder mehreren Tabs durch ein X. Dann gehe ich eins weiter. Und genau das ist das, was man erwarten würde und verlangt. Und hier würde man jetzt erwarten, dass jeder Buchstabe eine Spalte wird und dass das dann mit den Zahlen ziemlich schief geht. Die Summe zeigt, es geht mit den Zahlen nicht so schief, wie ich erwarten würde. Keine Ahnung, also E-Mails. Nächste Frage. Wir können noch einen Alias auf dem ABK machen. Na, das ist... Es gibt Shells, die keine Aliase können. Nee, aber halt gibt es eine Sprache, wo es noch schöner und kompakter geht. In Perl kann ich vielleicht noch ein Zeichen sparen, weil ich das endlich brauche. Ich weiß es nicht. Soweit mit AWK und also das war tatsächlich eine Überraschung für mich, weil ich dann halt schon rumprobiert habe, wie könnte ich das mit dem Tab hinkriegen und war glücklich, dass AWK hier ein Plus kann, ein oder mehrere Tabs. Nicht alle reguläre Ausdrücke können überall Plus, da kommen wir nachher vielleicht auch noch hin. Oh, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben noch 9 offizielle und 30 weitere Minuten. So. Ja, das wäre mal halt so AWK und jetzt... Gab es mal so der Plan, also... Es gab den Plan, jetzt sozusagen zu den Skriptsprachen zu gehen. Ah, die stehen hier nicht drin. Das ist so die Vorlage für... Jetzt gibt es so Skriptsprachen wie Tickle, Python, Perl, etc. Also so Zeugs, was ich nicht kann, das darf der Frank machen. Ja, das müsste jetzt eigentlich noch in meinem Repo drin liegen. Du kannst ja an der Stelle mal Folgendes machen. Geh mal in das obere... Ganz oben. Noch weiter oben. Hoffmann. Da gibt es nämlich irgendwo ein Training Python und da muss es auch noch ein Use Cases geben. Weiter unten, noch weiter unten, da muss irgendwo ein Use Cases auftauchen. Use Cases, dann muss es auch ein Fahrtenbuch geben. Müsste es ein Fahrtenbuch geben? Ja, da müsste es ein Fahrtenbuch geben. Gibt es keins? Nein, da gibt es keins. Das ist schlecht. Also in meinem lokalen Repo. Find-Name-Dingens, wie macht man das nochmal in dem Webbrowser? Was? Find-Name, Fahrtenbuch? Nee, Find-Name gibt es nicht, aber es muss an der Stelle eigentlich ein Use Cases geben. Ja, aber da muss es eigentlich ein Fahrtenbuch geben, weil es ist eigentlich eins hinterlegt. Hier? Gut, wenn das nicht hinterlegt ist, ist das jetzt ein bisschen schlecht. Wie? Ja. Ich bin doch jetzt im Top-Level-User. Ja. Okay. Nee. Wo? Geh mal in das Training Python rein, da muss es das nämlich eigentlich geben. Achso, hier darf ich wieder suchen. Ja, genau. Dann rechts gibt es einen feinen Pfeil. Da gibt es einen feinen Pfeil und dann geh mal gucken, da muss es eine Distanz suchen. Distanz. Deutsch, Englisch? Englisch? Es muss einen Distanzpunkt-Pfeil geben. Also in meinem lokalen Repo ist es immer drin, das ist kurios, das ist jetzt nicht drin. Soll ich es einfach Moment mal. Darf ich das auschecken? Das darf ich da auschecken. Es muss eigentlich drin sein. Egal, also wir haben an der Stelle halt verschiedene Varianten vorbereitet, die sich jetzt auf meinem anderen Laptop komplett befinden, was wir jetzt hier nicht komplett hinkriegen und das ist schlecht. Wie machen wir das am besten? Moment, gleich da. Na gut. Hast du so viel, Wolfgang?
Du hast noch so viel Account und ich weiß nicht, wie riesig das jetzt ist. 20 GB hervorragend, gekauft. So, ja, dann muss es eigentlich Feind-Namen, Fahrten. Da ist nichts drin? Nein. Das nee, das, nein. Ist, das ist es definitiv. Dann ist es nicht dieses Python-Training. Okay, das ist nicht das Python-Training, das ihr sucht. Das ist schlecht an der Stelle. Dann machen wir Folgendes. Dann würde ich vorschlagen, dass... Mount doch mal kurz deine SD-Karte, dann ist doch alles drauf. Ich habe hier schon mal ein Sudo Mount Dingsbums vorbereitet. Ah, das ist natürlich super. In deinem PDF und... Okay, dann machst du an der Stelle mit was anderem, dann machst du an der Stelle mit was anderem weiter. Ah, okay. Und dann kann ich das machen. Okay. Also jetzt einen Schritt zurück. Das mit dem AWK war schön. Das da war ja irgendwie, ich mache da so eine magische Zeile, dass das alles rechnen kann. Da war ich dann irgendwann überlegen, warum macht man das eigentlich mit AWK? So einfache Dinge gibt es auch, einfache Tools. Und AWK ist was total Kompliziertes mit Vorschleifen und sowas. Man kann das gleiche auch mit SED machen. Also die Aufgabe ist ja nur eigentlich wirklich so, die Zahlen da, die drin sind, irgendwie ausgeben. Und letztendlich will ich die Spalte und die Spalte mit einem Mal dazwischen und dann irgendwie alles aufaddieren. Ja, und für, das ist doch so ein klassisches Ding, einfach Stream-Editor. Also in dem Stream-Editor kann man da irgendwie so sagen, suche irgendwas oder setze irgendwas und mach das mal mit allen. Jetzt wissen wir, da sind irgendwie so Tabs drin. Und man kann dann irgendwie sagen, man kann dann sagen, nimm mal irgendwelche Zeichen. Und da sind dann Tabs dazwischen. Da ist es ein Tab, nachher gibt es auch ein oder mehrere Tabs, von daher mache ich mal irgendwie Plus. Und dann kommen da nochmal irgendwie Zeichen. Man muss da so Klammern drum machen, dass man die nachher einzeln kriegt. Okay, nochmal irgendwelche Zeichen. Und dann ist wieder Harald so im Testmodus. Dann guckt man mal mit Backslash 1, Backslash 2, Backslash 3 kriegt man dann die Sachen, die man da sich zusammengesucht hat. Und macht da vielleicht mal ein X rein, dass man sieht, was ist. Und gibt es einfach wieder aus. Und jetzt habe ich irgendwo eine Klammer vermasselt. Auf zu. Oh, da ist eine zu viel. Also. Irgendwelche Zeichen, ein Tab dazwischen oder mehrere und dann nochmal irgendwelche Zeichen und dann gucken wir mal, was die Spalte 1 und 2 dann wird. Und irgendwo muss es ein X geben und es gibt gar nirgends ein X. Das ist schon mal total blöd. Wenn man dann länger danach sucht, dann stellt man fest, dieses SED kann das Plus nicht. Nerv. Nein, Plus ist hier einfach kein Wildcard, wenn ich jetzt hier so einen Stern reinmache. Null oder mehrere Ts. Backslash Plus sollte gehen. Backslash Plus? Ah, ich würde was lernen und wäre begeistert. Backslash Plus, der Mann hat recht. Aber irgendwie hat er das nicht so richtig oft gemacht, wenn man so richtig hinguckt. Also das eine, was man in SED ganz oft, da hat es ja viele Tabs drin und wenn man irgendwas sowas oft haben möchte, muss man sagen, mach mal G, mach das öfter. Wenn man aber genau hinguckt, dann stellt man fest, das X ist immer noch bloß ganz hinten. Er hat jetzt also alles das hier, ein X hingemacht, das ist das Backslash 1 und der Rest ist Backslash 2. Das liegt daran, dass das SED immer von vornherein sucht und versucht mal so viel wie möglich zu finden. Alle Zeichen, dann ist er am hinteren Anschlag und merkt, jetzt finde ich keine Tabs mehr und versucht dann von hinten nach vorne, bis mal ein Tab kommt. Da ist hier das erste Tab und dann findet, hey, das ist gut und dann passt das ja und dann mache ich das mal so. Jetzt gibt es da irgendeine magische Option von SED, wo ich auch nicht weiß, der ein Greedy Search, so minimal wie möglich von vorne. Aber wir wissen ja, dass da mehr Spalten kommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal hergehen, das wäre jetzt die erste und die zweite Spalte. Was zweimal geht, geht auch dreimal. Da kommen ja noch mehr Tabs und mehr Tabs und mehr Tabs und mehr Tabs. Und jetzt ist plötzlich, auch nicht das, was ich wollte. Eins, jetzt fehlt hier noch ein X irgendwie. Habe ich jetzt zu viele Tabs? Oder nicht genug? 1, 2, 2 Berlin, Frankfurt. Er gibt alles aus, aber macht es nicht so, wie ich es haben will. Und dann bin ich wieder verwirrt, weil das SED nicht so sucht, wie ich das gerne immer hätte. Jetzt ist es aber auch hier, ich brauche ja nicht sagen, ich will alle, nimm mal alle Zeichen, sondern ich kann ihm auch sagen, nimm mal zum Beispiel nur die Zeichen von A bis Z oder sowas, weiß ich aber nicht, ich will alles erlauben außer einem Tab. Nur keine Tabs und davon beliebig viele. Und jetzt, wo ich weiß, eins oder mehrere? Nee, eigentlich beliebig viele. Nimm einfach alles, was kein Tab ist, Stern, und danach kommen mehr oder viele Tabs, und dann mache ich das gleiche. Also einfach Punkt ist ein bisschen blöd, und nimm mal alles außer Tabs. Und wenn ich mir das angucke, und wieder beliebig viele, und mache das Suchen und Ersetzen, ah, und dann brauche ich noch nicht mal mehr den ganzen, oh, ich bin begeistert. Noch viel einfacher.
Ja, wobei das jetzt nur für die X reinmalen erstmal ist. Aber ja, jetzt hat er tatsächlich 1 und 2 ersetzt, hat ein X reingemacht, dann ist er hier bei Ende von Berlin. Dann macht er das wegen dem G. Wenn ich das G weglasse, macht das genau einmal und die restlichen Tabs bleiben drin. Und G macht das ein paar Mal in der Zeile. Dann sind alle X drin. Hilft mir aber nichts, weil ich natürlich alles am Stück haben will. Ich will ja 1, 2, 3, 4 haben. Aber dann funktioniert das, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich kann jetzt hier nach dem zweiten Ding ins Hergehen und sagen noch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes oder sowas. Hilft ja viel. Und jetzt kann ich sagen, ich will nicht die erste und zweite, sondern die erste und vierte Spalte. Und unsere magischen Zahlen kommen auf. Und X ist natürlich ein total blödes Trennzeichen, weil ich will die ja multiplizieren, was ein Malzeichen ist. Jetzt sieht es eigentlich auch schon wieder total schön aus. Jetzt kann man das dann in BC rein. Was haben wir gehabt? Da kommt noch Number 2 irgendwas. Jetzt kann man dem SED auch sagen, such mal irgendwelche Zeilen und mach's nur dann, wenn du das gefunden hast. Zum Beispiel interessieren mich nur Zeilen, wo vorne irgendwas von 0 bis 9 steht. Nämlich die Zahlen. Dann, ups. Dann tut er nur in den Zeilen suchen und ersetzen. Also die erste Zeile wird halt nichts gesucht und ersetzt, aber immer noch ausgegeben. Das ist aber blöd. Man kann dem SED aber sagen, gib keine Zeilen automatisch aus. Dann gibt er gar nichts mehr aus. Kann ihm aber hinten auch sagen, wenn das geklappt hat, also such mir die Zeilen, die mit Zahlen anfangen. Tu da mal suchen und ersetzen. Und wenn das alles geklappt hat, dann mach ein P-Print, dann gib das aus. Dann sind die Überschriften verschwunden. Alle genau, und die Leerzeile hinten ist auch verschwunden, wenn man genau hinguckt, weil da die ja nicht mit der Ziffer anfängt. Dann kommen wieder die ganzen schönen Sachen raus. Und jetzt kann ich dem noch irgendwie sagen, bla 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 bla. Und jetzt machen wir da, wenn wir ja am Schluss noch irgendwie addieren wollen. Ja? Brauchen wir ja eh irgendwie dazwischen drin. Und jetzt können wir da wieder hergehen. Die Zeit, jetzt muss es wieder wegen diesem komischen BC. Jetzt, also ich bin wieder auf dem Weg, ich will das mit BC rechnen, warum auch immer. Das, und jetzt kann ich wieder hergehen und sagen, na jetzt hänge ich noch eine 0 dran und tue die Zeilenenden oder sowas wegmachen. Das kann man mit dem SED machen. Man kann zu einem SED auch mehrere so Dinge angeben. Minus E das da. Minus E. Mal gucken, ob ich das gleich hinkriege oder ob ich mir da eine blutige Nase hole. In der Zeile, man kann auch sagen, vorher mal 1D, lösch mir die erste Zeile oder die 17. Dollar ist die letzte Zeile. Also ich könnte jetzt in der letzten Zeile suche ich das Zeilenende und ersetze es durch noch eine 0. Das hat er jetzt nicht verstanden. Ich suche das Zeilenende und ersetze es durch noch eine 0. Was ist da falsch? Ah, weil er die nicht ausgegeben hat und gibt das auch noch aus. Das Blöde ist jetzt, dass ich noch hinten so eine Extrazeile dran habe. Die letzte Zeile ist eine Leerzeile. Ich hätte es jetzt gerne hier dran gehabt. Das geht auch nicht so richtig. Aber du kannst doch jetzt die Zeilenenden durch nichts ersetzen. Du kannst doch da jetzt die Zeilenenden durch nichts ersetzen. Ja, aber das kann ich wieder durch nichts ersetzen. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ich wollte jetzt wieder was anderes machen. Ah, ich mach mal 0 und da kann ich noch eine 0, am Ende der Zeile mit Append kann ich noch was dranhängen, kommt das dann raus? Hey, das kommt immer raus, auch wenn ich minus N nicht ausgebe. Für Append muss ich kein Print machen, habe ich auch noch nie gebraucht. So, also nach der letzten Zeile mache ich ein Append und ergänze eine 0. Jetzt ist das natürlich eigentlich immer noch ein bisschen falsch, wenn ich das jetzt in BC reinmache, ah, dann kriege ich, jetzt sind die Plusse zu viel, mit BC und dann wieder aufsummen. Ah, 2 zurück. Ohne das Plus, hier, das war eigentlich schon total schön, weil jetzt kann man ja BC machen und jetzt kann man ja hergehen. Wir haben ja schon mal gelernt, wie man mit AWK Sachen aufsummiert. Print, ups. Also das muss einfach gerade sein. Auch wenn es natürlich total kurz ist, aber wenn man sich sonst nicht zu helfen weiß, dann kann man wieder das aufsummieren und davon das letzte Ergebnis nehmen, weil das Problem haben wir ja schon mal gelöst und nehmen die letzte Zeile. Ist natürlich total gemein, weil ich ja kein AWK verwenden wollte. Aber so, wir sind hier. Jetzt habe ich immer noch ein Problem, dass es in vielen Zeilen ist. Jetzt könnte ich wieder mit TR alles wegfummeln und wieder eine Zeile hinfummeln. Das ist auch total mühsam. Was auch immer total schön ist, man kann jetzt einfach so in Echo Backquotes und sowas einhüllen. Alles, was hier rauskommt, würde ich jetzt gern mal als Argumente für das Echo haben und das ausführen. Also, nein, andersrum. Moment. Also, ich mache so Echo, Echo A, Echo B.
sowas irgendwie und Echo C. Und die hätte ich gerne alle in einer Reihe und das klappt meistens ganz gut. Dann kommt A, B, C und wenn das jetzt irgendwas Vernünftiges wäre, könnte ich das nach B, C reinpeilen und wird mir was rechnen. Das war jetzt so der Hintergedanke von diesem Spiel. Echo, alles was da rauskommt in eine Zeile, rechnen. Was ist passiert? Wer genau hingeguckt hat, hat es schon gesehen. Das sieht gar nicht nach meinen Zahlen aus. Was habe ich falsch gemacht? Das kommt raus. Ich packe jetzt mit Echo, ich mache jetzt wirklich Echo 1 mal 30 plus. Ja, das Echo 1 mal, das ist ein Wildcard und der tut mir halt jetzt mal alles reinmalen, was hier in meinem Directory rumliegt. Da liegen noch so ein paar lustige Dateien mit H1, H2, Kapstadt und irgendwas rum. Total blöd. Da kann man sich jetzt wieder total einfach helfen. Weil es soll ja auch kurz und knapp sein, man macht die Leerzeichen raus. Wenn nicht gerade eine Datei rumlegt, die mit 1 anfängt und 30 aufhört, ich kann es nicht ausschließen, ich gebe zu, ist ein blödes Kommando, klappt das jetzt plötzlich halt und da fällt noch ein Dollar. Ja. Einmal 30 plus 200 irgendwas und... Also nicht ganz nur mit SED. Dazu sei noch angemerkt, also SED ist so ein Tool, der Stream-Editor, da kann man so zeilenweise zu und ersetzen. SED kann viel mehr, der hat irgendwelche Buffer und Sachen, man kann da Zeug reinkopieren, da ist Turing vollständig, da kann man Schleifen drin machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist was für Informatikerinnen, jetzt hier das BC wegzulassen und in SED zu rechnen. Ich habe mir sagen lassen, es geht. Es gab mal einen Basic-Interpreter, der in SED geschrieben wurde. Mindestens in dem Basic-Interpreter könnte man jetzt eine Schleife laufen lassen, den Rest ausrechnen, aber... Aber ja, das haben wir jetzt nicht live vorbereitet. Das habe ich ausnahmsweise nicht vorbereitet. Ich würde es gerne auch mal lernen, aber ja. Das rechte Tool zur rechten Zeit, das ist meine nur SED-Lösung. Inzwischen haben wir, eine USB-Stick. Ha, jetzt kommen viele tolle Beispiele. Ja, also jetzt mit sind viel jetzt tolleren Programmiersprachen. Und genau, also ich habe da ein Verzeichnis angelegt, das heißt da kurzerhand Fahrtenbuch. Das ist noch nicht, wo wir hinwollen. Hat es das behauptet? Oh, seit wann heißt mein USB-Stick Linux? Das ist ja gar nicht mein USB-Stick. Jetzt habe ich fremde Viren, sehr gut. Fahrtenbuch, und was mache ich damit? Alles? Ah, guck mal, da gibt es eine ganze Menge an Beispielen. Da gibt es mehrere Ticket-Beispiele, ein Perl-Beispiel und ein Python-Beispiel so. Und die Folien. Was willst du zuerst? Ich hätte gern zuerst das Python-Beispiel. Moment. Hä? Also ein hell-blue-screen. Ich habe was? Achso, ich habe einen... Sag doch einfach, dass das Rotsignal einen Wackelkontakt hat. Also, es reicht im Endeffekt aus, wenn du mir einfach das, das Perl oder das Python-Skript gibst. Eins von beiden. Perl, Python... Eigentlich ist die Folie, dass wir uns für Vollstift vorstellen können? Nee, wir machen erstmal die Skripte und die Folie können wir hinterher noch machen. Okay. Also, Das ist das Einfachste. Okay. P-Bims. Ja. Wenn du mir jetzt noch Zeilennummern einschaltest, wäre das perfekt. Weil dann kann Zeilen ich was? Zeilennummern. Wie geht das? Das musst du doch wissen. Was hast du denn da? Emacs. So. Weißt du, wie man das Emacs macht? Das ist doch schon da. Ja, aber jetzt halt nicht mehr bunt. Das war, davor war es so schön bunt. Wim? Ah, jetzt ist es bunt. Und wie mache ich es jetzt? Minus N? S-E-N-E. S-E-N-U, so rum. Nochmal. Doppelpunkt, S-E-Leerzeichen N-U. Nicht minus groß N. Hey! Ja, und jetzt sind die Zeilen nämlich da in Farbe und bunt. Jetzt hast du aber das Perl-Skript aufgerufen. Ja, das war jetzt durch Zufall und alphabetische Sortierung der erste. Ich nehme auch das zweite zuerst. Nein, das ist in Ordnung. Ach, gut. So. Die Skriptsprachenvarianten sind ein kleines bisschen länger. Also das ist halt nicht einfach nur so ein Zweizeiler. Wie gesagt, die Varianten sind vielleicht auch nicht ganz optimal, aber die Idee, die ich bei so einem Skript habe oder auch wenn ich das irgendwo unterbringe, ist, dass ich auch spätestens am nächsten Tag, wenn ich wieder aufgewacht bin, wieder rausfinden kann, was ich da eigentlich programmiert habe. Dass ich mein Zeug halt noch lesen kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. So, und das, was ich hier halt gemacht habe, ich habe halt gesagt, okay, in Zeile 3, lies mal Teil 3 und 4, lies mal zwei Module ein. Das eine heißt halt File Input und das andere RE. RE wird gebraucht, um reguläre Ausdrücke zu verwerten. Dann habe ich mir in Zeile 6, kurzerhand eine Gesamtvariable definiert. Die Variable sagt halt, okay, das ist die Gesamtsumme, die Gesamtkilometeranzahl. Also die Zeile kann man sich
AWK auch schon sparen, weil ist ja alles null oder irgendwie was drin oder leer. Man kann die im Prinzip hier in dem Skript auch weglassen, weil das wird dann sozusagen automatisch definiert, aber wir sind ja sozusagen so, dass wir, dass wir das schön machen und dass das halt auch fehlerfrei ist, weil nicht definierte Variablen haben immer so ein, das ist manchmal ein bisschen kritisch. So, dann machen wir Folgendes, dann habe ich hier in der Zeile 8, sage ich, ich gehe mal in jeder Zeile von dem, was ich eingelesen habe, durch und schaue als, ja, ich lese das sozusagen zeilenweise ein. Und dann mache ich Folgendes, dann habe ich mir hier so einen kleinen regulären Ausdruck gebaut, der da. Und er prüft nämlich an der Stelle nach, ob die erste Zeile sozusagen aus mehreren Ziffern besteht, aus mehreren Digits. Dann muss sozusagen irgendetwas kommen, müssen also sozusagen mehrere Tabulatoren kommen. Dann muss irgendwas kommen, noch irgendwelche Tabulatoren, nochmal beliebig viel irgendwas und dann müssen nochmal mehrere Digits kommen, also mehrere Ziffern. Und wenn diese Prüfung erfolgt ist, habe ich sozusagen eine erste Spalte und eine vierte Spalte, wo quasi entsprechende Zahlen drin sind, mit denen ich rechnen kann. Das ist so diese grobe Überlegung. Ob da hinten dran noch mehr Zeichen sind, ist mir an der Stelle egal, weil ich ja quasi bloß die erste und die vierte Spalte haben will. So, dann habe ich diese Zeile, also die Zeile 9, nein, Zeile 10, wo ich diese ganzen die Aufspaltung der Zeile mache in einzelne Spalten. Das heißt, da habe ich eine Funktion aus dem Regex-Modul, das heißt Split. Und anhand mehrfach vorkommender Tabs zerlege ich das in ein Feld. Das heißt, also ich habe das jetzt spaltenweise zerlegt, so wie ich das brauche. Und dann kann ich die Zwischensumme ausrechnen und kann sagen, okay, das ist jetzt die erste Spalte mal den Inhalt von der dritten Spalte. Um sicher zu gehen, dass das auch Ziffern sind und quasi keine sonstigen Zeichen sind, dass das auch richtig rechnet und sich Python nicht beschwert, sage ich, naja, ich mache hier mal noch eine explizite Integer-Umwandlung. Ja, man müsste das eigentlich vorher noch genau testen mit allem drum und dran, aber es geht schon so irgendwie. Und dann kann ich hier sozusagen einfach die Gesamtsumme noch ausrechnen und gebe die Gesamtsumme da unten aus. Und das ist im Endeffekt die kleine Python-Lösung, die ich da geschrieben habe. Und Harald wird jetzt ausprobieren, ob das auch wirklich geht. Dann nimm mal die, ja, nimm mal das Beispiel genau. Ja, also ich habe immer die Textdatei genommen und draus schaue. Ja. Hey. Also es kommt auf jeden Fall erstmal 1740 raus. Das heißt also, das Ganze funktioniert und das ist ziemlich, ziemlich hilfreich. Jetzt kommen wir an der Stelle sehen, jetzt wechseln wir mal zu der Perl-Lösung, denke ich mal. Hm? Das ist immer noch die Python-Lösung. Ja, aber vorher war Perl und Doppelpunkt P muss der Previous gehen. Doppelpunkt BN. Doppelpunkt BN müsstest du zum nächsten Buffer kommen und dann müsstest du die Perl-Lösung haben. Previous? Nein, na, okay, egal. Okay. Also die Perl-Lösung ist ein kleines bisschen kürzer, hat also zumindest weniger Zeilen. Das heißt, was sehen wir hier an der Stelle? In der Zeile 3 wird geschaut, ob irgendwelche Argumente da sind. Wenn keine Argumente übergeben worden sind, also wenn beim Aufruf nichts dabei ist, dann beendet sich das Skript. Dann habe ich wieder in Zeile 5 eine Variable definiert. Zeile 7 fängt eine Schleife an, die quasi über den eingelesenen Inhalt liest, also so lange, wie was da ist. Und zerlegt sozusagen die einzelnen Felder wieder anhand mehrfach vorgekommener Tabs mit einem regulären Ausdruck, summiert das Ganze auf und gibt die Gesamtsumme aus. Aber es gibt die Gesamtsumme pro Zeile einmal aus. Also du hast an dem Skript herum optimiert, ja? Wir können, natürlich auch noch die entsprechende Sache... Ja, das ist natürlich... Aber da haben wir eine Lösung für. Passt. Was? Man, oder wahrscheinlich... Zeile 1 nach hinten und das war's. Ja, du kannst auch die Klammer umbiegen. Ja. Und da es ja nicht Python ist, kann man das auch beliebig eingerückt haben und es geht immer noch. Ja, jetzt müsste es an der Stelle halt genau das ausgeben mit der entsprechenden Summe hinten dran. Also hat schon, ja. Gut. Das wäre sozusagen die Python-Lösung gewesen, dann die Perl-Lösung. Und dann gibt es noch eine Tickle-Lösung, die ist ein bisschen länger. Ja, man kann das kürzer schreiben. Dann nimm mal, welche von den vielen Tickle-Lösungen? Nimm mal als erstes die hier unten, die Distanz zum Tickle.
Ach, da ist noch eine. Oh, noch mehr. Ja. Okay. Tickel ist ja insofern ein bisschen... Das? SE-NU? Was? Ich habe minus N auf Wimisch. Okay, ich habe es gefunden. Ah, okay, super. Also Tickel geht ja davon aus, man hat ein Kommando und dann schickt man sozusagen hinten dran die einzelnen Argumente bzw. die einzelnen Optionen. Das, was ich hier als erstes gemacht habe, ich habe eine Gesamtdistanz als Variable gesetzt, die mit 0 initialisiert ist. Und danach laufe ich im Endeffekt durch eine Schleife, also durch eine Endlosschleife und lese alles, was von Standard in kommt. Das ist sozusagen ja, set Zeile get Standard in, also im Endeffekt unter dieser Zeile in dieser Schleife kriege ich alles, was ich dort habe und so lange, bis nichts mehr kommt. Dann habe ich an der Stelle in der Zeile 8 entsprechende Felder, die ich gesetzt habe. Das heißt, ich splitte jede einzelne Zeile nochmal auf, ebenfalls anhand mehrfach vorkommender Tabs. Und dann kann ich Folgendes machen, falls eine explizite Stringumwandlung, falls das sozusagen ein Integer ergibt, aus dem ersten Feld, aus der ersten Spalte, dann weiß ich, okay, ich habe eine Ziffer. Streng genommen hätte ich das auch noch für die vierte Spalte machen müssen. Ja, das ist sozusagen, ja, habe ich ein bisschen gecheatet, ich gebe es ja zu. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, habe ich eine Zeile, wo ein Zahlenwert drin ist. Das heißt, ich habe hier eine Liste draus bekommen und muss an der Stelle den Nullten-Feldindex, also die erste Spalte, und den dritten Index, also die vierte Spalte nehmen, muss die beiden zusammenrechnen und dann bekomme ich an der Stelle meine Gesamtdistanz heraus. Das, was ich hier, wer ist mit Tickel nicht vertraut, muss ich mal so rumfragen. Okay, das sind dann doch ein paar mehr, wir müssen einen Tickel-Kurs anschließen. Die Idee, die da dahinter steckt, ist, Tickel wertet das Ganze quasi von, also fängt quasi von links nach rechts an und alles, was in eckigen Klammern steht, wird erstmal separat ausgewertet. Das heißt, Auswertereihenfolge, eckige Klammer, dann wird eigentlich da geguckt. Dann haben wir hier nochmal eckige Klammern, wird als erstes das ausgewertet, kommt sozusagen der Inhalt von dem Feld 0. Dann wird das ausgewertet, gibt irgendeinen Zahlenwert. Dann wird alles das ausgewertet, was innerhalb dieser eckigen Klammern steht. Das heißt also, wird das multipliziert und das wird an der Stelle dann zur Gesamtdistanz dazugerechnet, weil das Incre-Command inkrementiert eine Variable um einen entsprechenden Wert. Das ist das, was das kleine Skript macht. Ja, gut. Die anderen Tickel-Lösungen kann sich jeder anschauen und kann überlegen, wie er das noch besser optimieren kann. Wie lasse ich das jetzt laufen? Du rufst das einfach mit einem User-Bin-Tickel auf. Ja, wenn Tickel aber nicht installiert ist. Dann wird das Ganze schwierig. Also es hat funktioniert. Ja, genau. Es ist bewiesen, dass es funktioniert. Wir hätten an der Stelle, was hätten wir noch? Wir hätten noch eine SQL-Lösung gehabt und noch diverse andere Lösungen. Also es gibt jetzt noch zwei lustige Shell-Spielereien, die irgendwie... Jetzt seht ihr sozusagen auch die Folien, die wir hätten am Anfang gezeigt. Wenn es uns noch 10 Minuten gibt, lohnt es... Also, oh, hast du das nicht im... Achso, nee, ich habe es nicht reingepackt. Aber lass uns noch ganz kurz zwei, also weil jetzt, bis jetzt haben wir eigentlich immer gecheatet und haben einmal auch bei der Shell ja irgendwas genommen, was für mich gerechnet hat, BC und sonst was. Das finde ich eigentlich unfair. Also mein Pügel, irgendwas können alle und die Shell kann natürlich auch rechnen. Und das muss man auch mal, finde ich, noch kurz gesehen haben. Und es gibt eine Variante, ja, das kommt in die Folien ein. Also man kann jetzt wirklich mit der Shell und dann sagen, ups, irgend sowas. Hallo? Nein. Dem müssen der sein und dann kann ich sagen sum gleich oder ich kann, darf ich sum, weiß ich nicht, sum plus jetzt diese Rechnung zum Beispiel 3 mal 30 oder sowas, also die haben wir ja vorher schon mal irgendwie so ein bisschen mit der Shell gemacht. Statt, okay. Und da fällt jetzt wieder ein Gleichheitszeichen und dann ist die Summe inzwischen 90, ob ich das dann neu mache. Und da kann man mit der Shell direkt rechnen. Da passieren eigentlich ein paar lustige Sachen, wenn man das dann versucht, in eine Schleife zu packen und das Ergebnis ranzukommen, geht leider nicht.
Aber was ich euch wirklich nicht vorenthalten möchte, man weiß ja nie, was nächstes Jahr hip und in ist. Man kann das völlig, also jetzt hat, wir haben immer addiert und multipliziert und das sind so total neue Kulturgüter, was ja nicht jeder kann, auch wenn wir jetzt Computer haben, die zählen, aber nicht rechnen können. Das ist nicht ein französischer Kalkulateur oder Tris oder sowas, sondern ist ein Computer, ein Zähler. Und da muss man kurz ein bisschen ausholen, weil es gibt so viele Sachen, gab in einem Shell-Skript sicher auch schon mal irgendwas, die Bash, und neuere Shells können sowas, man kann irgendwie sagen, Echo, mach mal irgendwie so, was früher das SEQ-Kommando gemacht hat, oder von A bis F oder sowas, kann sich so Zahlen anzeigen lassen. Das ging ja auch rückwärts, wenn man das braucht, aber das ist wieder nur, das gehört gar nicht hierher. Man kann es dann nicht führen, null machen. Ja, also man kann schließen und sowas, man kann auch da Schrittweiten, jedes zweite und sowas, brauchen wir alles nicht. Ich kann hier so Zahlen ausgeben von 1 bis 6 und kann dann auch noch mehr Zahlen natürlich mit Echo 1 bis 10 ausgeben. Das ist alles total schön und einfach. Ich kann aber auch, also A bis C, C und von klein a bis D. Total unaufregend, solange das Leerzeichen drin ist. Ah, nein, andersrum. Wenn ich davor was irgendwie hinschreibe, dann macht er einfach X und irgendwelche A's hin. Und wenn ich dahinter was hinschreibe, dann macht er irgendwelche A's und Y. Ja, oder davor und dahinter. Auch nicht aufregend. Ist Trommelwirbel, oh, das ist wieder alles falsch. C. Und A bis D, und das ist die coole Sache eigentlich. Und das habe ich da irgendwas. Ja, die Buchstaben sind gut. Also, wer macht das da mit Buchstaben? Das machen wir mit Zahlen, dann ist das immer gut. Jetzt macht er alle ein A mit allen kleinen A bis D und alle Bs mit kleinen A bis D und irgendwas. A bis D sind viermal und irgendwas hier rauskommt, sind 16 Ergebnisse. Das ist eine Multiplikation. Also überhaupt, ja, auch wenn ich nicht irgendwie auf 6 zählen kann, früher haben die Insulaner halt irgendwie, die haben da Muscheln gesammelt und irgendwie da waren da jetzt 6 Muscheln und 6 Worte. Wo führt mich das hin? Wenn ich jetzt so quadratische Gleichungen habe mit a gleich 3, b gleich a, x Quadrat, bx gleich c gleich, ich habe keine Ahnung, und wir wollen wissen, was das für x ist, ja, dann kann ich sowas machen wie a mal x plus, das ist jetzt alles Shell-Rechnen, das ist aber rechnen wollen wir ja gleich nicht mehr. C, 295. Das kann ich auch anders machen. Ja, jetzt könnte ich a. Jetzt hätte ich gern von 1 bis Dollar a die Zahlen. So klappt es leider nicht. Jetzt sagt er mir zwar 1 bis 3. Dafür gibt es ein Eval-Kommando. Jetzt setzt er erst die 1 bis 3 und evaluiert den Rest. Und wenn man Eval mit Eval und nicht mit Echo schreibt, kommen die Zahlen 1 bis 3 raus. Ja, und wenn ich das jetzt natürlich nochmal mache, und jetzt kann man natürlich denken, bis Dollar x, dann sind es jetzt a mal x Elemente, nämlich 3 mal, da sieht man die Zahl noch, a und x ist 9, 3 mal 9 sind 27, hervorragend. Das heißt, ax Quadrat schreibt sich dann irgendwie so, a mal x plus b mal x plus, ach Quatsch, kein Plus, was mache ich? Ich will ja nur ausgeben und zusammenzählen, ich kann ja nicht addieren, ich kann ja nur zählen. Dollar C. Und da kommen jetzt tatsächlich zwar komische Worte und sowas, aber das sind genau 295 Muscheln, die wir abzählen müssen und wissen, ax Quadrat plus bx plus c sind 295. Ja, und das kann man jetzt eigentlich, ja, doch. Das jetzt wissen wir, wie wir zählen, nicht rechnen können. Und jetzt gucken wir uns das Faktenbuch nochmal an. Das hatten wir eigentlich alle schon gemacht. Jetzt kann ich wieder so Spielchen machen wie tr-s. Ich muss halt jetzt irgendwie an die Zahlen rankommen. Das geht in der Shell auch nicht so richtig schön einfach. Das heißt, ich mache wieder, wie wir am Anfang losgegangen sind zum Beispiel. Ich ersetze die trs durch irgendwas für das Faktenbuch, dass da wieder Doppelpunkte drin sind. Und dann kann man, pipe man das rein. Und in Shell gibt es auch so Weitschleifen, while read irgendwas, do irgendwas, dann. Und im Read kann man jetzt angeben, er soll jetzt die Variablen zum Beispiel, die Anzahl n der Ort, wie ist das, von to dist irgendeinen Rest, keine Ahnung was machen.
Bloß muss ich dem Riegel jetzt auch noch sagen, was das Trendzeichen ist. Ich glaube, neuerdings gibt es sogar magische Optionen oder so. Früher hat man den Input Field Setter für das Ding gesetzt und sagt, da, das ist ein Doppelpunkt. So hat man auch schon immer EDC-Passwort ausgelesen. Das heißt, das Read kriegt jetzt die, als Environment-Variable den IFS-Input-Field-Separator, trennt das mal durch Doppelpunkt, dann ist das erste, zweite, dritte Wort statt Leerzeichen eben sowas. Das testet auch, sich... Wenn du das IFS weglässt, wird es doch mit Tab gehen, oder? Der Int, nein. Davon sind aber die Doppelpunkte, die Tabs... Problem, also, die Frage war, ob es mit Tabs geht. Also mein, das Test ist, wir brauchen die Spalte 1 und 4, das hatten wir ja schon immer. Du hast noch das TR dran. Ah, danke schön. Wenn wir das machen. Ja. Also er kann gar keinen Tab, ja. Dann könnte ich jetzt noch sagen, IFS gleich Backslash T. Das geht auch nicht. Was man dann merkt ist, wenn ich einen Tab wirklich tippe in der Shell. Sollte es nicht auf Form sein? Nochmal? Oh, $1, $4 ist natürlich völliger Quatsch. Entschuldigung. $N und $Dist hätten wir haben wollen. Mein Fehler. Aber jetzt hat es so ein bisschen, also mit dem Tab hier hat es so ein bisschen geklappt. Also das Dollar von ist nicht. Ja. Wie N. N von was gebe ich aus? Dollar B. Das ist ein Tippfehler, das liegt auf der Tasse nebendran. N ist richtig, Dist ist richtig, ist ganz richtig. Ah, weil er mehrere Spaces zusammenfasst. Das Einzige, was nicht gegangen ist, stimmt. Sehr gut. Das hat sich dann in der späteren Shell-Spielzeit raus. Nur was nicht geht, ist das Backslash T. Das ist jetzt wirklich ein T. Okay. Okay. Dankeschön. Ja, jetzt können wir das dann auch warten. Dann brauche ich. Wenn ich das IFS ganz weglasse, mach's mal okay. Dann stört mich das Leerzeichen bei Frankfurt. Ah. Frankfurt Leerzeichen Main. Wenn ich nicht sage, weil auch Leerzeichen, ja, das ist so die normale, wie das Ding einliest, dann haut mir das Paris rein. Also ich muss schon sagen, nur Tabs, aber er macht, die Shell macht automatisch beliebig viele Leerzeichen im Normalfall. Und jetzt hier beliebig viele Tabs. Wenn ich das abmaus, geht's nicht, also wir gleich davor warnen. Deswegen macht man dann hier zum Beispiel irgend sowas minus E, Backslash T, ich echo ein Dingens, dann kann ich es abmausen und ist dann genau ein Tab drin. Müsste immer noch gehen, sehr schön. Und... Ja? Dollar und Minus-Zeichen macht genau das. Ich habe sowas Neumodisches mal gelesen und er will mal drüber reden. Ne? Für? Du meinst Dollar, Anführungszeichen? Nein, ein einfaches Anführungszeichen, dann wurde ihm zum Beispiel Backslash T und dann bekommst du dann String in einem Cool, Dankeschön. So. Jetzt haben wir das Problem, dass da zu viele Sachen rauskommen, aber das ist natürlich wieder relativ einfach. Man kann so Sachen testen und sucht einfach $1. Ich hätte da vorne gerne irgendwie eine Ziffer dran, ich hoffe, ich habe es richtig. Ich könnte auch $N machen, aber... Guter Punkt. Ja, wir müssen noch ein Leerzeichen. Da fehlt hier das Leerzeichen. Halt. Ja. So, Dankeschön. Und dann, nur dann soll er das da ausführen machen. Aha. Relativ schön. Und jetzt, das ist, was ich mit der Summe am Anfang schon hatte. Sum gleich 0. Jetzt habe ich die richtigen Zahlen und statt die auszugehen, kann ich jetzt sagen, Sum gleich in Dollar, eckige Klammer oder zwei Runden, kann man dann sagen, Sum plus, da kann ich auch die Dollar sogar weglassen. Da stören mich auch, oh. Ah, das ist nur das D verschwunden. Das, halt, ah, das wäre die, das wäre jetzt, wie rechne ich, ja, das ist genau der gleiche Anfang, sorry. Und dann Echo Dollar. Oh, mein Akku ist gleich aus, es wird sich nur noch. Dollar, Summe. Ah, da hinten ist eine Klammer zu viel mit einfachen und Ecke. Das war Rechnen, das war jetzt natürlich Quatsch. Ich habe doch behauptet, wir können nicht rechnen. Deswegen machen wir jetzt hier einfach, was wir schon vorbereitet haben: Eval Echo von 1 bis $N und von 1 bis $Dist. Das haben wir schon mal vorbereitet. Und keine Echo-Summe und sonst irgendwas. Das sieht dann ungefähr so aus. Also was guckt. Ups. Dann
habe ich das jetzt getippt? Less. Das ist einmal irgendwas, das ist noch übersichtlich und irgendwie, wenn wir das jetzt zusammenzählen, WC minus Worte. ganz ohne irgendwas. Das sind jetzt eben 1700 irgendwas Muscheln. Und also nur von ganz am Schluss, very Schluss, ich war ja wirklich skeptisch, ob das funktioniert, Fahrten, Buch, wo bin ich gerade? Ja, da ist nur eins drin wahrscheinlich. Wo bin ich denn gerade? 16, da ist so dein tolles Fahrtenbuch, das will ich haben, so. Ach, das heißt nur Fahrten, okay. Das sind jetzt die Fahrten von 2015. Weil da ist natürlich irgendein Limit, das macht jetzt total lange Zeilen und irgendwie, ob das wirklich geht. Und da haben wir 25.000 Muscheln letztes Jahr oder Meilen oder Sterne irgendwas verdient und also zumindest bis 99.000 geht irgendwie auch. Und jetzt brauchen wir doch wieder einen Cut. Das nicht mehr so useless Cut, um das da irgendwie in eine einzelne Datei reinzupalmen, weil dann kann ich wieder beide reinpalmen. Und diese Lösung ist zumindest validiert bis 125.000 irgendwie. Und dann noch für Spaß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was kommt jetzt raus? 10-fache. Das müsste 10-fache oder 11-fache. Der hat jetzt insgesamt die Dateien hier, wenn man da richtig hinguckt, was da so passiert, hat er jetzt einfach 10-mal hingeschrieben, weil er 10-mal nichts dran gefügt hat. Und dadurch hat er jetzt hier 10-mal, also zumindest für 1,25 Millionen Kilometer scheint diese Ich-zähl-mal-Muscheln erstens schnell genug zu funktionieren und tatsächlich auch nicht die Zeilen zu lang zu machen. Viel Spaß beim Muscheln und Pinguine zählen. Genau. Vielen Dank.